Hallo. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Ja? Lieber Safti? Ja? Hallo? Hallo, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Karin Aha. Ja. und ich rufe Sie an von der Investitionsplattform. Guten Tag, sprich mit der Knusprig. Ja. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Sprech mit dem Herrn von Knusprig oder so. Knusprig, knusprig. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, hier ist Jonas Schneider, sprich mit Ablesen. Guten Tag, Herr Schaum. Nee. Herr Steinfeger. Okay, hier habe ich Ihren Namen, Nachname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ja und? Sie haben versucht, ein Online-Handelkonto zu aktivieren. Es geht Bitcoin. Ja, Hallo? hallo. Hallo, guten Tag. Spreche mit Herrn Tim Klauberbach. Was für ein Ding? Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Ja, was denn? Schönen guten Tag, Ihnen auf dem Schaumapparat. Ich melde mich von Allianz Group. Ja. Hallo? Herr Knusprig, ich grüße Sie. Mein Nee. Name ist Leo Meyer. Wie bitte? Knusprig, knusprig, nicht knusprig. Okay, Knusprig, Knusprig, ist das richtig? Naja, hab ich doch jetzt gerade gesagt. Was möchten Sie denn? Ja. Hallo, schönen guten Tag, spreche mit Scham. Guten Tag, Herr Blasnitz. Jonas Schneider am Apparat. Wir haben einen Termin vereinbart. Wir haben gestern miteinander gesprochen. Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Schnipselparty. Heute gibt es wieder jede Menge kurze Telefonanrufe, die nicht für ein ganzes Video gereicht haben. Trotzdem aber ganz gut zeigen, was wir da eigentlich für Menschen am Telefon haben und ja, was sie genau von uns wollen. Ja, was sie wollen, ist klar, unser Geld. Aber naja, so verhalten die sich nicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen einzelnen Telefonschnipseln. Hallo. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Lieber Safti Ja. oder Steinbeck? Nee, muss auf dick. Hallo. Hallo. Hallo? Ja. Hey, Safti. Jo. Oder sind Sie Steinfeder? Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Hallo? Doch. Doch. Wer ist denn da? Herr Saftig. Ja? Oder Steinfeder. Nee. Doch. Nee. Hallo? Ja? Wer ist denn da? Steinfeger. Sie heißen Steinfeger? Nein. Nein? Wie dann? Herr Saftig. Das bin ich. Okay, Herr Saftig. Ja? Möchten Sie Ihr Konto aktivieren, ne? Ja. Okay, super schön. Ja. 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 Kuckuck. Also. Ich höre. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Kuckuck. Wer ist denn da? Mit wem spreche ich da bitte? Kuckuck. Tante? Kuckuck. Wer ist denn da dran? Hallo? Kuckuck. Kuckuck. Wie geht's denn so? Ich bin sehr gut. Und wie geht's dir, Ja, meine entzückend. Liebe? Entzückend. Sehr gut. Ja. Wie heißt Ich heiße Musch, sie? Ja. Ah, also, aber ich kann auf Ihren Namen auf Musche Saftig sehen. Warum? Ja, Musch, saftig. Ja? Ja. Ja. Warum haben Sie das so gemacht?
Sie sind eine Honigbiene. Oh, danke schön, meine Liebe. Ja. Also, warum haben Sie mir, von YouTube ein paar Sounds gehört? Ich mag Tiere, die kann man streicheln. Ah, super, okay. Bis dann. Ja? Kuckuck. Also ich glaube, dass das hier kein normales Gespräch war, muss ich niemandem erzählen. Einfach nur Wahnsinn, was da so in den Betrüger-Callcentern abläuft. Also, die haben wieder, weiß ich nicht, einfach so aus Langeweile angerufen oder zumindest während des Anrufs festgestellt, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann und dass der Kunde, den sie da gerade anrufen, noch viele andere Datensätze hat. Anders kann ich mir dieses Gespräch nicht vorstellen. Wenn ich richtig bin, ich habe hier auch rausgehört, dass hier definitiv wieder mehrere Mitarbeiter irgendwie an der Leitung waren und, ja, weiß ich nicht, alle so ein bisschen Spaß an der Telefonleitung mit uns haben wollten. Also es wirkt zumindest so. Schreibt vielleicht gerne mal in die Kommentare, ob ihr hier auch verschiedene Mitarbeiter rausgehört habt oder ob das nur, weiß ich nicht, eine und die gleiche Mitarbeiterin war, aber nee, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, das waren hier verschiedene Mitarbeiter, die, weiß ich nicht, alle Mann zu viel Zeit hatten, ja, und dann ihr verrücktes Zeug hier am Telefon durchgezogen haben. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipsel. Hallo. Hallo, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Karin und ich rufe Sie an von der Investitionsplattform. Aha. Sie haben bei uns Ihr Interesse gezeigt, online zu investieren. Stimmt das? Weiß ich nicht, wie heißt denn die Plattform? StockCC. Oh, weiß ich nicht, ne, habe ich jetzt nicht gemacht, ne. Sie haben da, was bei mir steht, dass Sie haben das gemacht vor ein paar Stunden. Haben Sie Interesse, online zu investieren? Weiß ich nicht. Was habe ich denn davon? Bitte? Was habe ich denn davon? Okay, möchten Sie vielleicht wissen, wie alles funktioniert bei uns und dann können Sie entscheiden, was möchten Sie weitermachen? Ja. Dann erzähl mal. Ja, also dann muss ihr wohl aufgefallen sein, dass dieses Gespräch wohl kein seriöses werden wird, weil hier an der Stelle hat sie das Gespräch dann einfach beendet und nicht weitergemacht. Schade drum, aber naja, es war auf jeden Fall nichts anderes als, ja, eins von den vielen Betrügeranrufen, die wir hier haben. Und naja, ich glaube, die nette Mitarbeiterin hatten wir auch schon das ein oder andere Mal am Telefon. Ja. Guten Tag, sprich mit der Knusprig. Ja. Oder Herr Schneider. Was? Nee. Sprechen Sie mit der Herr Schneider. Knusprig, mein Name. Knusprig, okay. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sie haben sich gerade registriert, also zweimal haben Sie sich registriert, Herr. Ach, zweimal? Ja. Okay. Einmal mit dem Herr Schneider Name und einmal mit Knusprig. Das ist mir nicht bewusst. Okay, dann tschüss. Wie kann ich denn behilflich sein? Nein. Wie bitte? Nee. Warum nicht? Brauchen Sie nicht. Was ist denn? Tja, das Callcenter hatten wir wohl heute schon mal dran. Ja, das sind wohl die, die sich über uns lustig machen. Naja, aber dann lassen wir so ruhig ihre Zeit verplempern. Wenn die der Meinung sind, dass die da so viel Freizeit in den Callcentern haben, ja, dann sollen sie ruhig gerne hier bei mir auf der Leitung anrufen und ihre Zeit selbst verplempern. Genau das ist ja das Ziel, was wir hier mit dem YouTube-Kanal haben. Finde ich immer wieder irgendwie, ja, sehr nett und interessant, dass die Betrüger dabei, ja, ziemlich gerne helfen und ihre Zeit selber verplempern und immer wieder hier auf der Leitung anrufen, obwohl sie eigentlich schon ahnen oder wissen, dass das hier kein vernünftiges Gespräch werden kann. Aber gut, so sind halt die Betrüger in den Callcentern, die unser Geld haben wollen. Hallo? Guten ja, Tag. Guten Tag. Sprech mit dem Herrn von Knusprig oder so? Knusprig. Knusprig, Cousin, ja, entschuldigt. Mein Name ist Herr Weber, Herr Knusprig. Ich rufe wegen Ihrer Anmeldung auf unsere Handelsplattform. Das ist die Plattform CDVX. Da haben Sie, glaube ich, vor kurzem eine Anmeldung gemacht, ja? Glauben Sie? Doch, also ich sehe das. Was haben Sie das vor kurzem gemacht? Mhm. Beziehungsweise, ich bin ein Finanzberater von der Firma. Und würde ich Ihnen einfach ganz kurz erklären, wie das ganze System funktioniert, ja? Na dann, hopp.
Haben Sie schon bereits Erfahrung mit diesen Sachen oder das würde doch Ihr nächstes Mal? Mhm. Das ist Ihr nächstes Mal? Jo. Okay. Können Sie nur Ihren Lautsprecher ausschalten, weil ich höre nur meine Stimme so. Nee, Taste ist abgebrochen. Was meinen Sie, ist abgebrochen? Ja, die Taste ist kaputt. Ah, Ihre Taste ist kaputt, okay, gut. Okay, haben Sie denn wahrscheinlich gesehen, wir arbeiten mit einem automatischen Algorithmus, der das Ganze beobachtet und steuert. Das heißt, das System handelt für Sie selbst und Sie brauchen sich gar nicht dafür mit zu beschäftigen, ja? Mhm. Außerdem, Sie werden mit einem Finanzberater in Verbindung setzen, beziehungsweise mit einem Broker. Der Broker kann sich jederzeit Ihnen unterstützen, alles zeigen und einige Strategie aufbauen, damit Sie sich doch bessere Resultate erreichen können. Ich würde Sie fragen, haben Sie schon große Erwartungen davon oder möchten Sie einfach das testen? Wenn man die Erwartungen ganz unten ansetzt, dann kann man nicht enttäuscht werden. Was meinen Sie? Ja. Dass Sie doch keine Erwartungen haben, okay, gut. Genau. Das ist ja natürlich in Ordnung, also würde ich mal sagen, müssen Sie erstmal testen, damit Sie weiß, ob Ihnen das überhaupt gefallen werden oder nicht. Momentan natürlich, wir haben sehr gute Bewegungen auf dem Finanzmarkt, wo man kann auch sehr gute Resultate erreichen können. Das Gute ist, dass Sie jederzeit sich auch aufsteigen können, also beziehungsweise Sie zahlen einigen Betrag auf den Konto, damit Sie das erstmal natürlich auch aufladen. Und nachher, soweit Sie denn möchten, können Sie das Konto wieder schließen und das Geld wieder auszahlen lassen. Soweit Sie einige Gewinne generieren haben, wir kriegen 1% Provision dafür von Ihrem reinen Gewinn. Haben Sie auch gesehen, was ist denn unser mindestes Einsatz oder haben Sie das noch nicht bis jetzt gesehen? Nee. Okay, denn der ist 220 € oder beziehungsweise $250. Das haben Sie das gesehen, oder? Nee. Das haben Sie nicht gesehen. Mhm. Tja, und das hat dann schon ausgereicht, um das Gespräch abzuwürgen und den Betrüger loszuwerden. Der hat dann hier einfach aufgelegt oder die Verbindung ist abgebrochen oder irgendein Mitarbeiter aus dem Hintergrund, der die Leitung wieder abgehört hat, hat dann das Gespräch beendet. Ja, so ungefähr irgendwie wird's wohl gewesen sein. Denn warum sollte der Mitarbeiter einfach mitten im Gespräch das Gespräch beenden? Macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Denn eigentlich ruft er ja an, um Geld zu verdienen. Und der Datensatz hat ja sicherlich vielleicht auch Geld gekostet, wenn es nicht direkt die Erstanmeldung war und die den Datensatz kostenlos von mir quasi bekommen haben. Ja, irgendwie so in der Richtung wird's wohl gewesen sein. Schauen wir mal nach dem nächsten gruseligen Anruf, den ich noch mitgebracht habe. Hallo? Ja? Schönen guten Tag, hier ist Jonas Schneider, spreche mit Ablessen. Ich grüße Sie, Ablessen. Können Sie mich hören? So halbwegs, ja, die Musik ist zwar lauter, aber... Jetzt vielleicht besser, oder? Ja, geht, glaube ich. Okay, ich bin hier ein Finanzberater von Bitcoin Billionär. Sie haben vor Kunden ein Konto bei uns erstellt, deswegen aus diesem Grund rufe ich Ihnen auch an, ne? Das war zu laut. Ja? Können Sie mich hören? Ja. Okay, ich weiß nicht, ob Sie daran schon erinnern können, aber die Konto, die Sie geöffnet haben, ist leider inaktiv momentan. Und ich habe Ihnen angerufen, weil wir müssen dieses Konto auf aktiv stellen. Aha. Haben Sie momentan Zeit, damit ich Ihnen zeigen kann, wie Sie die Konto aktivieren können? Nicht wirklich. Wann kann ich ihn anrufen? Wann sind Sie erreichbar dann? Spät haben wir es denn jetzt? Ja, morgen. Morgen um welche Uhr? Sagen Sie mir bitte eine genaue Uhrzeit. Ab 12. Ab 12? Ja. Okay, dann wir hören uns um 12.30 Uhr, ne? Alles klar. Super, dann bis morgen. Tschüdelü. Ciao, ciao. Ja, das war dann wohl ein Gespräch, wo ich selber nicht so viel Zeit hatte und den Betrüger dann vertrösten musste. Aber eins ist sicher, wenn die Betrüger wissen, dass sie hier Geld holen können und der Kunde vielleicht noch willig ist, hier irgendwie sein Geld loszuwerden, dann melden die sich auf jeden Fall gerne nochmal bei einem, um, naja,
einen dann zu bescheißen. Was anderes ist das ja hier nicht in den Gesprächen. Man handelt hier bei den Typen, die wir hier am Telefon haben, den CFD-Markt. Das heißt, man handelt hier nicht den wirklichen Aktienmarkt, sondern nur den kopierten Aktienmarkt. Was bedeutet, naja, da ist Manipulation wohl an der Tagesordnung. Sicherlich nicht bei jeder Firma. Es gibt auch seriöse Firmen. Naja, aber das Problem ist halt, dass man nicht mit dem Geld vom Markt, sondern mit dem Geld von der Firma handelt. Und einen Teil steckt ihr ja dort rein mit den 250 Euro, die man hier überweisen soll. Tja, und dass man da dann beschissen werden kann, das liegt so schon auf der Hand. Aber diese Firmen, die hier anrufen, die handeln gar nicht erst mit eurem Geld, sondern stecken sich das komplett in ihre eigene Tasche, um sich danach dann komplett selbst aus dem Staub zu machen, um sich dann einfach nie wieder zu melden. Oder aber die rufen immer mal wieder an und erzählen einem dann irgendwelche wahnsinnigen Storys, wie viel Geld man schon gewonnen oder verloren hat und warum man dann da jetzt noch mehr Geld nachschieben soll. So läuft's halt bei diesen Betrügerfirmen. Guten Tag, Herr Schaum. Nee, Herr Steinfeger. Okay, hier habe ich Ihren Namen, Nachname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ja, Sie haben versucht, ein Online-Handelskonto zu aktivieren. Es geht Bitcoin. Toll, und da rufen Sie an. Bitte? Ja, wozu brauche ich Sie jetzt? Also, können Sie bitte öffnen Google? Nö. Damit Sie Ihnen, was wollen Sie denn von mir? Es geht um Bitcoin her. Ich kann Ihnen helfen, um das Konto zu aktivieren. Da brauche ich Sie nicht dazu. Warum? Was ist der Grund? Ja, weil ich mit Ihnen gar nicht telefonieren möchte. Okay, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Tja, also es wird immer plumper und verrückter und dämlicher eigentlich. Die rufen an, sagen, ja, meinen Namen und dann auch noch falsch. Erzählen, sie haben meine Daten davor liegen und ich soll als allererstes Google öffnen, ohne dass sie sich überhaupt mal selbst vielleicht ein bisschen vorstellen und was sie da überhaupt machen und warum ich jetzt Google öffnen soll und was der Anruf überhaupt bringen soll. Das hat sie irgendwie alles weggelassen. Ja, hallo? Hallo, guten Tag. Spreche mit der Erzähl, Klaubertbar? Was für ein Ding? Also, Petra Klein ist mein Name. Ja, ich melde mich vom Bitcoin-Billionär her. Sie haben eine Anmeldung gemacht. Aha, wann denn? Bei Bitcoin-Billionären, sie haben eine Anmeldung gemacht und es geht um Online-Handel. Nö. Online-Trading, wissen Sie noch? Nö. Ihre Daten liegen hier, E-Mail-Adresse, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich erzähle Ihnen, der Bautenbar ist e-mail.com, ja? Nö. Richtig? Also, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie auf unsere Werbung draufgeklickt. Nö. Und dann wurde es hier bei mir weitergeleitet, ja? Nein. Es kann sein, ja? Nee. Aber ich nicht, dass Sie das bei Bitcoin-Billionär gemacht haben. Nee, habe ich nicht. Ja? Dann, warum habe ich überhaupt Ihre Daten hier, wenn es so wäre? Vielleicht haben, Sie ja nicht. Sie haben nur meine Telefonnummer, aber der Name stimmt ja auch nicht. Hier steht Tim Klaubauterbach. Das ist nicht mein Name. Ja. Und wie ist Ihr Name? Mein Name ist Toffee Fee. Wie? Toffee Fee. Herr Bitter. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Sie können sich strafbar machen. Nö. Wenn Sie solche Wissen am Telefon erzählen. Haben Sie irgendwie einen Dachschaden? Haben Sie alle Tassen im Schrank? Ja, Sie scheinbar nicht. Sie rufen fremde Personen an, wo Sie gar nicht anrufen dürfen. Ach ja, immer wieder das lustige Lied von dem Sie machen sich strafbar. So ein Quatsch. Also letztendlich wissen die Betrüger ja selber, dass sie sich da strafbar machen. Und ich denke mal, dass die allermeisten der Betrüger, die hier anrufen, das auch wirklich selbst wissen, dass das kriminell ist, was sie da tun. Denn, naja, viele reagieren ja auch eben kriminell am Telefon und erzählen lauter Blödsinn. Und, naja, wenn sie Ausreden suchen, dann, naja, stolpern sie ja selber über ihre eigenen Wörter. Aber immer wieder interessant. Also, die erzählen davon, ich hätte mich strafbar gemacht. Wie wär's denn, wenn sie mir erstmal erzählt, woher sie meine Daten hat? Und das hat sie ja nicht so richtig getan. Also, ich habe sie ja darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht die Person bin, die sie da irgendwie erreichen möchte. Und dann krieg ich die Antwort, ich würde mich strafbar machen. Womit denn jetzt genau? Irgendwie ist mir das nicht so ganz bewusst. Vielleicht schreibt ihr mir das einfach mal in die Kommentare. Hallo, schönen guten Tag. Hallo? Ja, was denn? Schönen guten Tag, Ina Fischau-Apparat. Ich melde mich von Allianz Group. Wegen Ihrer Anmeldung, Sie haben auf unserer Werbungsseite sich registriert. Nee. Ich bin dabei, Ihnen weiter zu helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Ja, was denn für ein Konto? Ich habe kein Konto.
Ja, aber Sie haben registriert hier mit Ihrem Namen, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer? Nee, habe ich nicht registriert. Ist das richtig Name, Lori Oris? Nee. Steinfeger? Nee. Nee. Okay, danke schön. Tja, genau, wie immer. Der Abgang der Betrüger endet dann eigentlich nicht mal in einer Verabschiedung. Tja, irgendwie ist das fast immer das Gleiche. Die wenigsten Betrüger, die verabschieden sich und die wenigsten Betrüger sind am Ende des Gesprächs noch höflich. Ich meine, gut, das war jetzt hier der Fall, aber also das mit der Höflichkeit ging ja noch gerade so, aber verabschieden, weiß ich nicht. Also irgendwie brauchen die da alle mal einen Crashkurs in Telefonführung, wie man so ein Gespräch überhaupt führt am Telefon und wie man mit Kunden umgeht und weiß ich nicht. Aber gut, letztendlich geht es ja auch nicht darum bei den Gesprächen, sondern einfach nur darum, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mehr wollen die nicht von euch. Deswegen lässt man einfach alles andere Überflüssige komplett weg, weil braucht ja keiner. Geht ja nur um den Betrug und nicht darum, irgendeinen Kunden zu beraten oder anständig zu behandeln. Man merkt es irgendwie immer auffälliger. Aber gut, wenn die der Meinung sind, dass sie damit Geld machen wollen, ich hoffe immer nur, dass das ganz viele Leute schon so abschreckt und dadurch viel mehr Leute automatisch schon auflegen, weil das ganze Gespräch von vornherein ja überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja? Hallo? Herr Knusprig, ich grüße Sie. Mein Name ist Leo Meyer. Wie bitte? Knusprig, nicht Knusprig. Okay, Knusprig, ist das richtig? Naja, hab ich doch jetzt gerade gesagt. Was möchten Sie denn? Okay, Herr Knusprig, mein Name ist Liv Meyer und ich melde mich von ASL Training. Ich habe gesehen, dass Sie Interesse geäußert haben. Ist das richtig? Was für ein Ding? Es geht zum Online-Handel. Sie sind bei uns registriert haben. Ja, warum denn? Ja, was wäre Ihre Motivation, wenn Sie Ihre Daten eingegeben? Vielleicht wollen Sie Ihre finanzielle Lage verbessern, ist das richtig? Wann soll ich das gemacht haben? Okay, Moment. Sie haben bei uns registriert heute? Nee, falsch. Computer gar nicht an. Um 10 Uhr. Nee, dann habt ihr da gerade illegal die Daten gekauft. Aber sind Sie schon knusprig. Richtig? Hallo? Ja, hallo. Okay, das bedeutet, dass das keine falsche Verbindung. Doch. Okay, wissen Sie, wie das alles funktioniert oder haben Sie Fragen? Ja, mir ist das schon bewusst, dass das hier Betrug ist. Was meinen Sie? Ja, ich habe mich heute nicht um 10 Uhr bei euch da registriert. Das ist eine Lüge, es stimmt nicht. Da hat dein Chef die Daten gekauft. Oh mein Gott. Herr Knusprig, Knusprig, steht doch da, kannst du nicht lesen? Knusprig, okay, Entschuldigung. Sie sind in meine Kunden, was bedeutet, dass Sie bei uns registriert haben? Nee, das bedeutet es nicht. Das bedeutet, dass dein Chef gerade die Daten gekauft hat. Das Kindergarten und da. Ja, ihr seid ein Kindergarten. Ein betrügerischer Kindergarten und du bist eine Kriminelle. Eine Betrügerin. Weil Sie haben kein Interesse, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Die erfahrene Finanzexpertenhilfe und damit Geld verdienen. Okay, ich werde keine Zeit verlieren. Bitte? Genau, sie wird dann keine Zeit verlieren und einfach das Gespräch beenden, ohne sich zu verabschieden. Das kennen wir ja schon irgendwoher. Machen die wohl immer wieder. Ich frage mich, wer ist denn jetzt hier Kindergarten? Tja, und mal davon abgesehen, ich habe mich tatsächlich bei denen nicht direkt angemeldet, sondern der Datensatz muss wohl aufgekauft worden sein. Denn um 10 Uhr ist mein Computer ganz, ganz selten an. Da ist das Ding meistens noch aus. Frühestens drücke ich da um 11 das Knöpfchen, dass das Ding mal hochfährt. Ja, weil es muss auch mal eine Tageszeit geben, wo das Timer ausbleibt, oder? Ne? Und, naja, ihr wisst ja auch Bescheid. Vor 12 Uhr läuft bei mir hier sowieso nichts. Außer der Kaffeemaschine vielleicht. Ja? Hallo, schönen guten Tag, spreche mit Scham. Schon Steinfeger, meinte er. Ihm wird wohl am Namen aufgefallen sein, dass da wohl irgendwas nicht funktioniert oder zumindest sich komisch anhört und vielleicht einfach Schornsteinfeger heißt und nicht Schornsteinfeger. Tja,
Naja, auf jeden Fall hat der es hier scheinbar begriffen und gleich das Gespräch beendet. Das passiert auch öfters mal. Nicht immer. Meistens rufen die Betrüger an und glauben den Namen, den man da hinschreibt. Da kann Schwingtitte, da kann Schleuderpimmel stehen, da kann alles stehen eigentlich. Die rufen trotzdem an und versuchen es. Aber der ein oder andere Betrüger ist dann doch mal scheinbar ein bisschen helle und kriegt es rechtzeitig mit, bevor er es überhaupt ausgesprochen hat und beendet das Gespräch gleich. Aber, tja, vielleicht hätte er sich noch verabschieden können. Aber naja, gut, war ja auch grundsätzlich ein eh nicht sinnvolles Gespräch, was hier hätte passieren können. Guten Tag, Herr Blasnitz. Jonas Schneider am Apparat. Wir haben einen Termin vereinbart. Wir haben gestern miteinander gesprochen. Mhm. Können Sie sich erinnern? Mhm. Super. Und zwar, brauchen Sie Informationen oder können wir mit der Aktivierung des Kontos direkt starten? Weiß ich nicht, wie hieß denn die Seite? Okay, haben Sie den PC vor Ihnen liegen? Damit ich Ihnen auch buchstabieren kann? Ne, der liegt nicht, der steht. Bitte? Der liegt nicht, der steht. Ein stehender Rechner. Sie stehen in der Rechner? Ja, der liegt nicht. Okay, ja, da haben Sie recht. Okay, dann suchen Sie in Google. www. Ja. Punkt. Ja. S wie Siegfried. O wie Ulrich. Ja. P wie Paula. Ja. E wie Emil. R wie Richard. Ja. E wie Emil. Bei Ihnen ist die Musik wahnsinnig laut. Bitte? Bei Ihnen ist die Musik wahnsinnig laut. Ja, da haben Sie recht, das ist ein bisschen lauter im Moment. Jetzt vielleicht besser? Nee. Aber Sie können mich hören, oder? Nee, eben ja nicht. Einen Moment. So, jetzt? Nee, hat sich nichts verändert. Ja, tut mir leid, das ist ein bisschen, also ich werde ein bisschen lauter sprechen jetzt. Was haben Sie bis jetzt geschrieben? Na, so weit, wie Sie gesagt haben. Also, wo sind wir jetzt? Also, es wird ja, aber ich kann Sie so kaum verstehen, das ist echt nervig. Das ist jetzt ein bisschen leiser. Nee, gar nicht. Ich rufe dich nochmal, nur einen Moment bitte. Tja, und dann hat er gleich wieder verraten, dass das kein seriöses Unternehmen ist. Also ich meine, gut, mit, dass das kein seriöses Unternehmen sein kann, das wissen wir auch so, aber er hat ja gleich am Ende wieder geduzt und zeigt, woher er kommt. Aber ich glaube, der hier, der hatte auf jeden Fall auch schon mehrfach einen anderen Namen und den immer mal wieder gewechselt. Tja, aber so ist das halt eben bei den Betrügern. Immer wieder das Gleiche, am Ende wollen sie doch nur die Kohle von einem und sich dann möglichst schnell aus dem Staub machen und dafür, wenn es geht, möglichst wenig Leistung geliefert haben. Fragen beantworten können die sowieso nicht. Tja, so ist das halt. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so über die netten Betrüger denkt. Wer möchte, kann den Kanal gerne abonnieren, am besten mit Glocke, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, siehst du hier natürlich auch noch eine Playlist mit allen weiteren Videos auf dem Kanal. Kannst du auch gerne mal reinschauen und die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.